Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes. Nee, Spaß. Das ist die Marie. Hallo Marie. Hi. Das ist die Marie, das ist der Ramses und das ist heute ein Kinderspezial mit Kindergetränken. Wir testen heute Kinder, genau. Keine Sorge, bei diesem Video sind keine Kinder zu Schaden gekommen. Nein, Marie hatte letztens wieder mal so Getränke gesehen, das kennt ihr vielleicht aus eurer Kindheit, diese komischen Plastikflaschen mit diesem Verschluss, den du oben einfach abreißt. Dann ist da so ein kleines Loch und da spritzt das raus und das gibt es ja in so vielen verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen. Und da schwärmt sie immer davon und fragt mich die ganze Zeit schon, kennst du das? Hast du das schon mal getrunken? Oder wie schmeckt dir dieses? Jetzt haben wir versucht, von jeder Sorte eins zu finden. Wir waren in diversen Läden, wir waren im Philips, wir waren im Aldi, wir waren im Netto, wir waren im Kick, im Teddy wahrscheinlich auch noch. Überall, wo wir sowas gesehen haben, haben wir es mitbekommen. Überall steht auch drauf Dreh und Trink, ne, mit diesem Logo. Und dann haben wir eine Bonussorte dabei. Die gab es, glaube ich, im Kick. Ja, die gab es. Da steht nicht Dreh und Trink, da ist auch kein Tier drauf. Das ist aber auch in so einer ähnlichen Flasche. Das ist dann das Bonusgetränk. Wir werden jetzt jedes öffnen, jedes im Berliner Luftgläschen probieren und am Ende alle Sorten zusammen in ein großes Glas mischen. Jeder hat ein großes Glas, Marie hat auch ein großes Glas. Mal gucken, wie ihr das schmeckt, mal gucken, ob das was für sie ist. Alles zusammen. Ich würde sagen, wir fangen halt in der Mitte an und arbeiten uns nach außen. Aber ich muss jetzt noch mal für das Thumbnail zeigen, wie der Tisch aussieht. Das wird jetzt alles zusammen getestet. Das ist Marie. So, und jetzt stellen wir es wieder hier für die Marie. Und dann fangen wir an. Ist es gerade? Ja, perfekt. Wird ein One-Take und egal was passiert, wir müssen es laufen lassen. Als erstes haben wir Apfel-Ananas in der gelben Flasche. Was ist da für ein Tier drauf? Giraffe. Giraffenschwarm. Eine Giraffe. Das ist ja das Schöne. Da ist immer ein Tier und immer bestimmte Früchte. Sieht auch richtig genial aus und hat 0,2 Liter. Mit Ananas-Passionsfrucht steht da drauf. Und hier steht Apfel-Ananas. Verstehe ich nicht. Jetzt reißen wir mal den Nippel ab, überall Plastikmüll, legen das zur Seite und schenkt sich jeder 4 Zentiliter ein. Wir wussten nämlich nicht, ob das Farbe hat oder ob das durchsichtig ist. Das hat keine Farbe. Aber es sieht halt einfach aus wie ein Glas Wasser. So, jetzt haben wir das Gelbe schon mal, das können wir wieder in die Reihe stellen, wenn wir fertig sind. Schön ordentlich drücken, dass alles rauskommt. Oder alles daneben fliegt, das kann auch sein. Sieht aus wirklich wie Berliner Luft, weil Berliner Luft ist ja auch so klar. Dann Prost. Komm, da kommt noch mehr Sauerei dazu. Einfach mal anstoßen, wie ihr Vater, ne? Und mal kurz probieren, wie das schmeckt. Schmeckt nach Ananas. Schmeckt nur nach Ananas. Apfel, Passionsfrucht, Ananas. Ich glaube, ich habe auch nur eine leichte Ananasnote, aber ich habe mir das jetzt ein bisschen süßer vorgestellt. Ich dachte, da kommt wirklich, wenn du so Ananassaft hast aus einer Dose, ist das ja so brutal. Und hier ist das so ein bisschen pappig. Also ist ja eigentlich gut, dass das nicht so extrem süß ist, dann wäre es ja wieder mega ungesund, aber hat vielleicht eine leichte, dumpfe Ananasnote. Da bin ich noch nicht überzeugt, da muss noch mehr kommen. Ja, gehen wir mal direkt zum Roten. Kennst du den Roten schon? Ja, das ist eine Krabbe. Eine Krabbe? Ja, mit Kirschen. Das ist nämlich Kirsche. Das Rote ist Kirsche. Da ist eine Krabbe drauf. Hier steht auch Made in Austria. Also das ganze Zeug kommt wahrscheinlich aus Österreich. Hier steht nicht Made in Austria, aber bei allen anderen. Hast du das Gelbe schon gekannt vorher? Mit Ananas? Ja. Ja? Okay. Bin ich mal gespannt, welches du noch nicht gekannt hast. Wir füllen uns wieder ein, bis zu den 4 Zentiliter. Und hier ist jetzt auch Farbe zu erkennen. Aber das ist ja klar vielleicht, weil das erste natürlich Ananas daneben, ne? Und so auch mit Apfel so ein bisschen und da hat das eher so eine... Wieso treffst du nicht daneben, aber ich immer? Ich drücke halt einfach einmal komplett und dann ist das ganze Ding voll. Und hier sehen wir jetzt schon durch die Kirsche, da ist eine leicht rötliche Farbe dabei.
Ein ganz zartes, rotes Farbdasein. Prost! Und dann lass ihr die Kirsche mal schmecken. Hätte ich jetzt auch wieder viel süßer erwartet. Und eigentlich mag ich auch keine Kirsche, aber ich finde, das kann man trinken. Das finde ich auf jeden Fall besser als das Gelbe. So geschmacklich. Ja, finde ich auch. Die Kirsche ist viel präsenter als die Ananas bei dem Gelben. Und dadurch, dass es nicht zu süß ist, macht das gerade eine richtig gute Figur. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsgetränk. Das Blaue. Ja. Hier steht Waldbeere. Was ist da für ein Tier drauf? Ein Krokodil mit Waldbeere. Das ist immer wie bei den Crazy Bastard Soßen. Das ist Kroko-Waldbeer. Das andere ist Krabbenkirsch. Und dann haben wir noch Giraffenananas. Das ist bestimmt jetzt leicht bläulich. So, ich drück einmal kräftig und dann lasse ich los und dann ist das Glas schon voll. Ja, ich habe wieder daneben getroffen. Super, so behalten wir es jetzt bei, dass du immer daneben machst und ich immer ins Glas. Das hat keine Farbe. Das hat wieder keine Farbe. Verstehe ich nicht. Da hättest du jetzt vielleicht bläulich machen können. Kann ich nochmal etwas davon? Das ist mein Lieblingsgetränk. Ah, das würde jetzt den Test verfälschen, wenn man nochmal was. Das heißt, das schmeckt dir bis jetzt am besten, ja? Ja. Besser als Kirsche? Ja. Da gehe ich mit. Also das Kirsche ist zweite, das Krokodil ist erste. Also je mehr wir testen, desto besser wird's. Das Gelbe Platz 3, dann kommt Rot und dann Blau Beste bis jetzt hin und her. Aber wir haben ja jetzt ein Oranges und das ist Multifrucht. Eine Katze. Mit einer Katze drauf. Hier sieht man sogar Banane auf dem Etikett. Banane wirklich? An der Seite ist eine ganz kleine Bananenscheibe. Probieren wir also mal das Orange. Der Hannes freut sich, der würde bestimmt jetzt sagen, wir machen die Dreh- und Trinkmaß. Unten ein halbes Bier und oben die ganzen süßen Getränke reingeschmissen und das war's. So, jetzt haben wir eine Katz. Das hat eine leicht. Ja gut, eigentlich ist es auch wieder farblos. Multifrucht. Schmeckt gut, aber nach Mandarine so viel. Schmeckt so viel nach Mandarine. Ja. Ich finde, das hat wieder so gut wie gar keinen Geschmack. Also ich finde, die Waldbeere, die Kirsche, das war beides präsenter. Das ist für mich jetzt wie das gelbe Ananas. Das ist so, es geht ein bisschen unter. Ja, für mich auch. Irgendwie steht mir, das weiß ich nicht. Fandest du das Gelbe oder das Orange jetzt besser oder schlechter? Also ich fand das Gelbe schlechter. Das Gelbe schlechter, dann wäre die neue Ordnung. Ich stelle es jetzt bei mir auch mal um, dass immer noch Waldbeere das Beste ist, dann Kirsch, dann Multifrucht und dann das Gelbe. Jetzt, das ist bestimmt mein Highlight, wir haben ein grünes. Einfach hinstellen, zack, fertig. Wenn die Hose nass wird, kein Problem, das passiert mir öfters. Jetzt haben wir das Grüne. Das Grüne ist Apfel. Was ist bei dem Apfel drauf? Ein? Apfel. Ein Affenapfel, ein Apfelaffe. Das ist richtig genial. Und ich bin ja, wenn du sagst blau, bin ich der immer sagt, ich bin so Apfelfreund. Ich mag Apfel sehr gerne, muss ich sagen, bei Getränken. Deswegen bin ich jetzt gespannt, ob das mein Favorit wird. Das grüne Apfel mit dem Affen. Schmeckt sehr gut. Trotzdem wieder sehr farblos ist. Kirschenapfel Platz 2 für mich. Kirsch und Apfel Platz 2. Dann machen wir es so, dass die Reihenfolge fast gleich bleibt. Ich schiebe die Waldbeere auf die 1, dann kommt Apfel und dann Kirsch, weil ich Apfel noch mal besser finde als Kirsch und dann schiebt sich das immer weiter durch. Jetzt haben wir eine weiße Flasche. Also die ist weiß, durchsichtig. Auch noch Made in Austria Dreh und Trink Cola Mix. Da ist drauf ein... Das, was vorne in seinem Beutel noch seine kleine Version hat, ein Känguru. Die kommen aus Australien, die gibt es auch in Pokémon Go. Frei von Koffein steht noch dabei. Cola ohne Koffein, Cola ohne Süß, aber vielleicht mit Geschmack. Sind wir mal gespannt. Okay. Ich muss erst mal einfüllen. My Lady. So, jetzt sind wir hier drin. Das hat diesmal sogar Farbe. Du
du sagst where, dann kommt es wahrscheinlich an die schlechteste Stelle, wenn es so weitergeht. Achso, ja, nochmal Prost. Sorry, habe ich jetzt. Willst du mir das jetzt da reingefüllen? Ja, dann füllst du halt rein. Okay. So, Cola, beste. Deswegen trink keine Cola. Nee, Cola. Das ist wirklich eklig. Das muss ich auf Platz 5 geben. Wirklich schlechtes. Schmeckt nach Pappe mit Sirup. Was, Platz 5? Ja. Das heißt, du findest es trotzdem besser als Multifrucht und das Gelbe? Ja. Nee. Ich stell's einfach bei mir jetzt bis hin da. So, damit dein Öhr richtig gut durchkommt. Schnell was anderes trinken. Zum Glück haben wir uns geeinigt, ne? Hund mit Himbeere. Ja, Hund. Der, haha, der Himbeerhund. Jetzt haben wir nämlich hier ein rosanes. Da ist pink. Auch ein Hund drauf. Nee, das ist pink. Ja, pink. Was ist das andere da, ein rosa, das letzte? Ja. Gut. Jetzt haben wir den Himbeerhund. Das klingt wieder wie eine Sorte von Holy. Kennt ihr Holy, mein Sponsor Holy, der hat mir den Himbeerhund geschickt und die Kirschkrabbe und den Affenapfel und den Miau-Multifrucht und die Känguru-Cola, das passt ja fast alles, außer Krokodil-Waldbär passt nicht. Also ich würde das zum Platz 2 zum Kirsch und Apfel und Himbeere nehmen. Und Giraffe mit Apfel passt auch irgendwie nicht, aber alle anderen haben irgendwie ein Tier, was denselben Anfangsbuchstaben hat wie... der Geschmack, der da ist, der Himbeerhund. Das ist auch wieder neutral, ich hänge hinterher. Irgendwie schmeckt das... Irgendwie, die drei sind Platz 2 für mich. Die schmecken so gut. Ja, ich finde das auch, ist schlechter als Kirsche, deswegen. Kirsche fand ich besser. Du hast das jetzt vor, die Multifrucht, also tu es mal damit hin, einfach, egal. Gut, jetzt kommen wir zu dir. Fand ich jetzt nicht so cool. Ja, das ist jetzt nicht von Austria wahrscheinlich. Das ist ein Squeeze It Bubblegum. Das ist nicht von Dreh und Trink, aber es sieht genauso aus und wird genauso geöffnet. Nee, es ist schwerer zu öffnen. Also das Öffnen war jetzt richtig hart. Jetzt füllen wir es mal ein. So, stellen es wieder ab. Das ist schön klar. Das ist klar. Das schmeckt schön künstlich nach das Bubblegum. Schmeckt für mich das nicht. Das schmeckt wie Kaugummi mit Bubblegum. Kaugummi ist doch Bubblegum und Bubblegum Kaugummi. Deswegen ist das auch das, was das ist. Das schmeckt wie Kaugummi. Platz 6 geben. Wie wenn du ein Kaugummi in die Badewanne gespuckt hast und dann liegt er dann 5 Tage drin. Dann holst du ihn raus und trinkst die Badewanne aus und dann hat er es irgendwie so leicht. Ich würde das Platz 6. Das ist ja einfach, dann nehme ich es und tue es einfach hier hin und dann passt die Reihenfolge wieder. Und jetzt kommen wir ja noch zur Bonusrunde. Ja! Das ist also jetzt ungefähr unsere Reihenfolge. Ich muss mal kurz den Bildschirm wieder antippen. Das Beste war das Waldbärkrokodil, dann kam der Affenapfel, dann die Krabbenkirsch, dann der Himbeerhund, dann die Miau-Multifrucht, also die Katze. Dann kam der Giraffenapfel-Ananas, dann kam die Känguru-Cola und als letztes der Bubblegum. Weil der hat ja kein Tier drin. Oh, habt ihr das gehört? Da kam das Cola-Känguru um die Ecke. Okay, jetzt müssen wir alles einfüllen. Genau, am besten mit dem schlechtesten Anfang. Ich weiß nicht, wie viel, das muss man jetzt nach Gefühl machen. Man spritzt einfach mal so da rein. Und dann stellt man es hin. Okay. Dann spritzt man so das nächste das rein. Mir. Und dann nimmt man das nächste und dann wieder. Und wenn man mit allen durch ist, sind es immer noch Platz, dann macht man nochmal einen Spritzer rein. Oh mein Gott, nein! Da läuft die ganze Cola auf den Tisch. Ja. Dann denken die Leute immer, ich und der Hannes, wir haben ja alles vollgesaut. Dabei war es ich und Marie und deswegen. Ja. Und Hannes aber auch. Hannes ist irgendwie immer dabei. Und wenn ich jetzt durch bin und da ist noch Platz, machen wir das gleiche nochmal, aber hier aus der Ich-Perspektive, dass ihr mal seht, wie lustig das aussieht, wenn man das einfüllt, wenn man reingeht und so einen Schuss da reinmacht, dann das nächste holt und dann wieder das nächste und dann wieder das nächste und dann wieder das nächste und nochmal das nächste. Und 2 Flaschen habe ich noch. Und jetzt noch eine. Nochmal da Bubblegum. Jetzt
ist das richtig voll. Bis oben hin. Sieht richtig brutal aus. Hast du alle drin? Hast du gleich mehr gemacht von jedem? Du bist ja krass. Bei dir ist ja die eine gleich leer. Hast du jetzt das meiste von der blauen rein, weil es zum besten schmeckt? Also hier ist überall noch ungefähr das gleiche drin. Ihr seht es ja an dem Cola-Ding, so viel ist da noch übrig. Also du musst. Also bei mir ist noch sonst. Die Reste hebt man auf für Hannes. Wenn der Hannes dann mal die Dreh- und Trinkmaß machen will, da kann er sich dann einen Hump nehmen, kann da ein Bier einfüllen und kann den Rest mit den Resten auffüllen. Und bis dahin ist es dann die Gammelmaß, weil das dann nämlich schlecht ist und eklig. Ja, jetzt mal gucken, ob du das auf Ex trinken kannst. Mach's am besten nicht. Das war's ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Freund. Euer Ramses. Bäh. Schmeckt's? Schmeckt nach mehr Cola. Also schmeckt irgendwie, aber mehr fruchtig nach Cola. Sieht gut aus. So, warte mal. Der schmeckt richtig. Sieht aus wie Bier. Keine Sorge, für den Urlaub, wo wir gleich hinfahren, ziehe ich mir extra noch ein neues T-Shirt an. Ich auch. Dann haben wir jetzt beide gematzt. Oh, jetzt habt ihr richtig Bauchschmerzen, deswegen trink nie, dreh und trink, trink's. Alle auf einmal und nicht so viel und deswegen. Ich glaube, da muss ich brechen. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Nein, lass es stehen. Das trinke ich, wenn die Kamera aus ist. Okay. Ich breche dann also heimlich. So, deins ist immer noch das Blaue als Favorit, okay? Super. Blau, also wenn ihr mal das Blaue seht mit Waldbeere, gönnt's euch. Ansonsten kann ich noch Apfel empfehlen. Und dann würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace auf Vorhaut. Euer Ramses. Euer Hannes, Marie. Ich kenne dich vielleicht. Ciao.